Willkommen heute mal wieder zu einer Folge von Path of Exile. Hier zeigt es jetzt nicht mehr, dass natürlich die Incursion League gestartet ist, weil der Countdown schon am Freitag abgelaufen ist. Das erste Mal, dass ich jetzt nach der Abgrund League wieder Path of Exile streame. Ich habe zwar die Bistarre League ziemlich lange gespielt. Können wir gleich mal reinschauen. Also ich habe zwei Charakter gespielt und habe mich weiter jetzt mit der Witch beschäftigt, statt mit der Skion. Und habe sowohl im Flashback-Event Level 78 erreicht, als auch regulär, wo ich mit jemand anders zusammengespielt habe, Level 77. Und habe mich dann darauf konzentriert, auf Eisfähigkeiten. Und das hat ganz gut funktioniert, auch die Monster einzufrieren. Und dazu dann noch die Möglichkeit, die drei Golems zu benutzen, damit ich so die Feuer für Brennen, also beziehungsweise Brennen für Feuer, dann Eis und Einfrieren sowie Blitz und geschockt werden vermeiden kann. Und jetzt bei der Incursion League bin ich jetzt aktuell wieder mit einem Charakter in der Solo Self Found unterwegs. Natürlich Softcore, Hardcore ist mir noch zu anstrengend. Und mal sehen, wie das insgesamt dieses Mal klappt. Deswegen habe ich jetzt heute schon mal ein bisschen was vorbereitet und da starten wir jetzt dann in den Tempel in Kürze. Eine Incursion muss ich noch machen, beziehungsweise eigentlich zwei. Aber nach der zweiten Incursion kann ich ja dann auch direkt in den Tempel starten. Ich habe bereits mein Hideout anlegen können, nachdem ich Tora inzwischen schon auf Level 3 habe. Ich habe sie sogar schon mit der Tagesmission auf Level 4 gebracht. Borochi habe ich schon mit reingezogen. Und hier ist eben Alva. Alva ist der neue Charakter, jetzt der Hauptcharakter für die Incursion League. Und sie ermöglicht mir eben die Incursions, womit ich hier was in den Tempeln jeweils bearbeiten und verändern kann. Angefangen davon, dass ich bestimmte Türen öffnen kann. Schließen kann man sie nicht, man kann sie nur öffnen an der Stelle. Und natürlich eben die Räume verändern kann, dass man sie entweder aufwertet oder den Inhalt generell ändert. Gerade diese hier, die eigentlich noch gar keinen Inhalt haben, wenn man die spielen kann durch eine Incursion. Ist natürlich praktisch, wenn man dann hier irgendwie schafft, diesen Raum aufzuwerten, aber hoffentlich zu etwas Sinnvollen. Gucken wir mal, wie es jetzt aktuell aussieht. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt eine Verbindung zum Apex geschaffen habe. Das heißt, da werde ich auf jeden Fall erstmal vorbeischauen. Interessant dürfte auch das Laboratorium der Zerstörung sein, weil während der Incursions finde ich solche kleinen Drops, solche Steine, mit denen ich dann eben so einen Durchgang, einen von den Durchgängen öffnen kann. Die inneren Räume haben insgesamt 6 Übergänge, also jeweils rechts und links und jeweils 2 nach oben und 2 nach unten. Die am Rand haben entsprechend ein bisschen weniger, weil natürlich dann hier unten keine Verbindungen entstehen können, so dass die hier auch zum Beispiel nur 3 Übergänge haben. Aber mal gucken, also das exklusive Ladung, davon gehe ich aus, dass ich hier wahrscheinlich dann 2 Fässer finde, mit denen ich auch dann nachher, wenn ich den Tempel betrete, noch hier so einen Durchbruch schaffen kann. Dann eben hier leider nur halt Monster im Tempel, also eigentlich was Schädliches, was Erschwerendes, aber mal sehen, wie schwer sich das dann tatsächlich auswirkt und wo die überall geheilt werden. Dann hier auf jeden Fall ein paar Splinter, mal gucken. Einmal hatte ich dieses Teil schon, das war relativ einfach, es sind halt, glaube ich, 2 Schreineart drin gewesen, mit denen ich dann was gefunden habe. Dann truhenvolle Gegenstände, okay, mal sehen, was da so zu holen ist. Dann Währungsgegenstände, das ist natürlich sehr praktisch, die lassen sich auch schön leicht einsammeln. Noch ein paar Gems dazu, hier ebenfalls truhenvolle Rüstung, dafür haben die Monster erhöhtes Leben. Hier wird das Leben des Omnitekten, das nehme ich an, dass das der Artel ist dann. Und dann mehr Gegenstände im Tempel. Und hier habe ich halt jetzt noch keinen Ausbau gehabt, genauso wie die beiden. Also zumindest hat es nicht geklappt, dass ich entweder den Architekten töte, damit eben hier irgendwas aktiviert wird. Aber mal sehen wir jetzt bei den letzten beiden, was ich da noch machen kann. Vielleicht kann ich den Durchgang direkt aktivieren, aber ich werde auf jeden Fall dann die Fässer trotzdem testen. Kann ich ja hier dann einen Übergang machen. Und was ich auch herausgefunden habe, Alva taucht nur auf, wenn das Gebiet, das ich mache, maximal 10 Level unterhalb meinem aktuellen Level liegt. Weil ich habe hier mehrfach das Aquädukt gefarmt und habe da die ersten 9 Incursions gemacht. Und dann bin ich jetzt bei der letzten Incursion eben auf Level 44 aufgestiegen und damit kommt hier keine Alva mehr. Also werde ich jetzt hier im verschwundenen See weitermachen
und werde mir hier jetzt die nächsten zwei Incursions suchen. Und dann geht es dort auch los. Vorher schauen wir uns noch mal kurz die aktuellen Werte an für die Herausforderungen. Also die ersten vier habe ich sogar schon abgeschlossen. Klar, ich habe das erste Mal so einen Tempel habe ich schon betreten. Ich glaube, drei oder vier habe ich sogar schon gemacht. Dann die Währungsgegenstände. Klar, das ist recht einfach, die zu machen. Und einen Architekten habe ich auch schon gekillt in einer Incursion. Und was ich auch sehr, sehr schön finde, ist die Reaktivierung der Wahl-Areas, also dass sie deutlich wertvoller geworden sind. Zum einen gibt es mehr Edelsteine bzw. sogar mehr von diesen Fragmenten. Also ich habe in einem Durchlauf zwei von diesen Fragmenten bekommen und auch schon etliche Wahlgems, das heißt drei oder ich glaube sogar vier war das Maximum. Und was eben nochmal dazu kommt, für die Eisnova habe ich das bereits. Das heißt, ich habe jetzt einen Wahlgem ausgestattet, kann aber auch den regulären Modus dieses Gems halt benutzen, was es sehr praktisch macht, weil sonst waren die Wahlgems, da sie ja nur sporadisch einsetzbar sind, wenn eben die Seelen aufgeladen sind, waren sie eigentlich nicht so sinnvoll, wenn sie da extra noch einen Slot belegen. So kann ich jetzt die Wahlgems zusammen oder die Wahlfähigkeiten gegebenenfalls zusammen nutzen, aber im Moment werde ich auch erstmal hier die reguläre Eisnova verwenden. Okay, zurück zu den Sachen hier. Mal sehen, wie weit sich das alles noch planen lässt. Also die Aktbosse, klar, wenn ich das Ganze durchgespielt habe, das ist automatisch zu vervollständigen. Die Händlerrezepte, da arbeite ich gerade noch dran. Serie der Möglichkeiten, dazu bin ich jetzt gerade dabei, mir das erste Set hier zusammenzustellen. Da fehlt mir nur noch ein Ring. Dann müsste das normalerweise die Sphäre der Möglichkeiten ergeben. Die Chaos-Sphäre gibt es dann erst ab Level 60 oder 65, wenn ich da ein Set zusammenstelle. Wahl-Sphäre ist kein Problem. Also sieben von den Gems und ein von den Fragmenten dann. Und die Sphäre des Goldschmieds kommt automatisch, wenn ich den ersten sechs Items oder sechs Slot-Item dann verkaufe. So, eine Incursion zu clearen habe ich noch nicht geschafft. Also bisher komme ich so vielleicht bei 50% an. Deswegen habe ich mich jetzt auch für meinen Baum ein bisschen umentschieden und habe hier noch zusätzlich Geschwindigkeitspunkte aktiviert, also zumindest den habe ich jetzt zusätzlich noch reingeholt. Den habe ich normalerweise sowieso im Plan und ansonsten brauche ich auf jeden Fall möglichst bald noch bessere Schuhe, die, ja, im Moment habe ich jetzt gar keinen Geschwindigkeitsbonus mehr, in der Hoffnung, dass das dann ausreichen sollte, eben so einen Incursion tatsächlich mal komplett zu schaffen, wobei es auch ein bisschen auf die Struktur ankommt und wie viele Türen und wie verwinkelt die dann tatsächlich ausfällt oder ob die ein offener Kampfbereich ist. Ansonsten habe ich eben hier oben schon mal meine Eisfähigkeiten verbessert. Als nächstes werde ich wahrscheinlich hier vorbereiten, wenn ich ja jetzt bald dann im fünften Akt wieder gegen Kitava gehe und dann die ersten Malusse bekomme, dass ich die hier gegebenenfalls ausgleichen kann. Ansonsten hier natürlich den Kälteschaden erstmal noch erhöhen. Ansonsten geht es noch hier auf dem rechten Pfad weiter, hier mit dem Energieschildbonus, hier gegebenenfalls die Schadensboni nochmal für Frost. Ebenso wie ich auf der linken Seite dann noch hier die beiden großen Knoten wahrscheinlich brauche, um eventuelle rote und grüne Gems gut nutzen zu können. Und dann natürlich bis hier unten, bis hier auch der Bonus noch für die Durchdringung ist für den Kälteschaden und hier unten dass die Schadens, also dass diese beiden Knoten auf jeden Fall aktiviert werden können und dann wahrscheinlich hier die beiden 12%igen Kälteschaden. Aber das dauert noch eine Weile und mal sehen, ob ich mich zuerst dann nach rechts oder nach links nochmal bewege, weil ich denke, dass Piercing, also beziehungsweise die Penetranz des Kältewiderstands, der hier ist ja auch erhöht worden von 3% auf 6%, das wäre natürlich schon sehr hilfreich. Natürlich zusammen mit meiner Fluch. Also hier mit meinem Schneiden Kälte, mit dem Fluch, das ist natürlich auch ganz gut im Zusammenspiel. Das heißt, da bin ich locker schon bei 40% dann, dass der Kälteschaden penetriert wird. Vorausgesetzt natürlich, kann ich den Fluch verwenden. Dann nochmal hier zusätzlich, ich glaube, da habe ich, genau, hier habe ich auch nochmal 24% Durchdringung für den Kältewiderstand. Das hilft natürlich ungemein und mal sehen, wie das dann weiter klappt. So, mein Golem brauche ich noch und dann mal schauen, was hier noch in der Liste ist. Also einzigartige Monster, das sollte auch mit dem Durchspielen soweit alles, sollten die alle auftauchen. Den Wahl-Omnitekten, mal gucken, ob ich das jetzt mit euch das erste Mal schaffen kann, dass ich tatsächlich dort den Omnitekten in der Azurtelkammer killen kann.
Ansonsten hier dann der zweite Teil, die Aktbosse, das sollte auch alles klappen. Wahlbosse habe ich bis jetzt 2 von denen erwischt. Wie gesagt, die Wahl-Areas sind jetzt sehr viel lohnender, vor allem, weil sie auch viele Wahl- oder viele korrumpierte Items droppen, die man ja später auch in der Pyramide wiederum aufmotzen kann. Aber mal sehen. So, die sollten auch ganz gut klappen. Von einem gequälten, genau, Veruntreuer, okay. Naja, mal sehen welche, aber die sollten so nach und nach dann auftauchen. 20 Türen habe ich in den Incursions bisher öffnen können, das heißt, das sollte sich auch gut vervollständigen lassen. Prophezeiung werde ich ganz normal wieder nutzen, aber erst ab der Map-Stufe, also in den Maps werde ich dann anfangen, meine Prophezeiung hier voll zu machen. Wie das im Moment aussieht, keine Ahnung, wie schwierig die sind und ob die gut zu schaffen sind dann. Dann verderbte Ausrüstungsgegenstände, ja, da werde ich dann einfach ausprobieren, wenn ich die dann habe und auch oft genug in dem Tempel aktiv war. Denke ich, sollte es auch vervollständigt werden können. Das hier wird schon schwieriger werden, das muss ich dann schon gezielt angehen. Die 100 einzigartigen Gegenstände, das habe ich bei der letzten dann auch noch geschafft. Also bei der letzten bin ich jetzt auch gerade bis Stufe, also bis 12 oder sogar 13 gekommen, aber ich habe leider noch nicht wieder geschafft, ein Totem zu bekommen. Mal sehen, ob diese League diesmal erfolgreicher ist. Ich finde es auf jeden Fall deutlich spannender, mit diesem strategischen Aspekt hier selber zu gestalten, wie die Verbindungen sind. Also zum einen, dass man da überhaupt aktiv werden muss, damit die wirklich nach und nach verbunden sind. Und dann natürlich eben, dass man noch gestalten kann, dass ich hier was Sinnvolles bekomme. Zum Beispiel eben die Gemmen oder die Währungsgegenstände, statt dass hier einfach nur solche Nachteile wie halt Monster im Tempel. Also das andere hier waren, glaube ich, die Stürme. Deswegen habe ich mich dann zumindest dafür entschieden, dass ich nicht sturmgeplagt werde. Also das nicht identifizierten Karten, da muss ich wieder mindestens bis Tier 10 kommen, um das zu machen. Karten verformen, mal sehen. Das müsste dann Hand in Hand gehen. Architekten habe ich jetzt schon 14 verschiedene gekillt, sowohl in den Incursions als auch dann in den im Tempel selber. Also mal sehen, wie lange es dauert, hier noch die restlichen zu vervollständigen. Dann eine Panthenonkraft, das habe ich eigentlich auch noch nicht geschafft. Ich habe bisher gerade mal geschafft, einen so ein Gefäß zu finden. Also mal sehen, ob ich einen von diesen Vieren dann vervollständigen kann diesmal. Also Apparate, das sind die im Tempel. Und dann soll ich ein bestimmtes Ergebnis bekommen. Also mal sehen, wie schwierig das wird. Gut, das sind jetzt eher so Grindings. 2 habe ich schon geöffnet. Das waren die schon im Tempel, die ich aufgemacht habe. Also das mit dem Versteck werde ich auf jeden Fall schaffen. Weil ich will ja schließlich alle Dailies machen können. Erweitert Räume auf die größte Stufe. Okay, das heißt, da muss ich 3-mal dann den richtigen Architekten killen, damit es dann bis auf Stufe 3 aufgelevelt wird. Also ich nehme zumindest an, dass es nur 3 Stufen gibt. Vielleicht gibt es ja für manche Räume sogar noch mehr. So, Aszendenz, da habe ich natürlich das noch nie geschafft, glaube ich, das Endgame-Labyrinth, weil ich hatte eigentlich noch nie alle Prüfungen zusammen, damit ich überhaupt ein Endgame-Labyrinth starten konnte. Das wird auf jeden Fall schwierig, überhaupt die aufzurufen. Okay, Herrscher der Tiefe, den habe ich noch gar nicht irgendwie gesehen. Das ist auf jeden Fall noch 9. Shayula sagt mir im Moment auch nichts. Abaxot, den kenne ich. Gegen den habe ich auch schon in einer der Ligen gekämpft. Aziri habe ich schon mal gekämpft, aber keine Chance gehabt, sie wirklich platt zu machen. Mal gucken, ob mein aktueller neuer Bild da funktioniert. Genau, hier sind jetzt wieder so bestimmte Beschränkungen, dass man eben irgendwelche den Wahl-Omnitekten dann vernichten soll, während alles aktiv ist, aber ich keinen Schaden nehme von diesen jeweiligen Sachen. Also mal sehen, wie schwierig das wird. Bis Stufe 90 zu spielen, mal gucken. Also ich bin gespannt, wie motivierend das Ganze mit dem Tempel bleibt, weil dieser strategische Komponente mir auf jeden Fall sehr, sehr zusagt. So, Fertigkeiten gerne mit 20 habe ich beim letzten Mal auch gar nicht mehr geschafft, weil ich bin bei 18 und bei dem höchsten, glaube ich, gerade mal bis 19 gewesen. Mit Level 90 würde das auf jeden Fall klappen. So, dann doppelte Bosse, Karten, ja, dann die Wächter, die habe ich auch noch nie gespielt. Also mal sehen, ob es dieses Mal klappt. Dann Einflüsse verschieben. Mal gucken. Bisher hatte ich jetzt nur Karten vom Schöpfer. Also beim letzten Durchlauf, da habe ich jetzt die anderen noch gar nicht kennengelernt. Und dann, okay, einzigartige Karten. Absolviert tödliche Gefechte gegen den Schöpfer, ja, die Ältesten, Überältesten und den Wahltempel.
Es müsste dann Aziri oder über Aziri sein. Mal sehen. Das Trio aus der faszinierende Abgrund. Ah, okay, hier sind die Nummer, also Begegnungen 6 sind es jetzt. Das heißt, hier sind so Vorgaben, dass man eben bestimmte Figuren killen muss und dann bestimmte Zustände erleiden muss oder eben hier 15 Runenfallen ausgelöst werden und erst dann darf ich den Seelenverschlinger killen. Das hier dürfte auf jeden Fall sehr, sehr schwierig zu bewältigen sein, weil ich muss ja dann entsprechend Damage aushalten und lange genug durchhalten. Und die Endgame-Reihen ist natürlich klassisch. Also mal sehen, was davon zu schaffen ist und was nicht. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich vielleicht dieses Mal wieder ein Totem bekomme und vielleicht bis 19 Stück von diesen Herausforderungen schaffe, also knapp die Hälfte. Ich habe mich ja für die Elementalistin entschieden und hier die ersten beiden Golem-Sachen aktiviert. Aber der wirkliche Bonus hier, dass ich von diesen Beeinträchtigungen nicht mehr beeinträchtigt werde, der ist erst hier möglich, wenn ich eben das nächste Labyrinth abgeschlossen habe. Und erst dann werde ich mich darauf konzentrieren, wirklich immer alle drei Golem-Typen dabei zu haben, um da das Maximum rauszuholen. So, also, dann starten wir jetzt in die nächsten zwei Runden, um die beiden Incursions abzuschließen. Wahrscheinlich kann ich sie in den Minen doch schneller finden, als wenn ich da diese ganze Fläche durchsuchen muss. Also gehen wir in die Minen, Hauptsache es ist Level 34. Also mal sehen, wie schnell ich Alva jetzt finden kann. Und den Tempel werde ich dann auch letztlich in etwas underpowered machen, weil natürlich ist mir wichtig, es erstmal gut zu überleben und vor allen Dingen den Boss, der mich da wahrscheinlich in der Spitze erwartet, dann auch gut überleben zu können. Weil wenn der irgendwo Level 44 ist oder eventuell sogar höher, dann könnte das sonst ziemlich schwierig werden. Weil hier kann ich jetzt ziemlich entspannt einfach durchrennen. Okay, Katharina ist da. Also ihr seht, in welcher Entfernung schon angezeigt wird, ob sich ein bestimmter Charakter hier befindet. Machen wir die gleich mal noch mit. Mal gucken, die ist jetzt noch Level 2, glaube ich. Ja. Ah, da ist sie schon. Okay, dann machen wir jetzt kurz die Katharina-Mission noch zu Ende. Und dann geht's in die Incursion. Das ist natürlich auch praktisch bei den Incursions, muss man sich nicht drum kümmern, irgendwelche Sachen einzusammeln, was ohnehin zeitlich kaum machbar wäre, weil anfangs sind maximal 10 Sekunden verfügbar. Und dann mit dem Killen von Monstern kann man dann noch ein paar Sekunden rausholen, um dann möglichst lange in der Vergangenheit halt was zu ändern. Also schauen wir mal, welcher Raum jetzt zur Verfügung steht. Ah, there you are. Ready to revisit the past? Okay, die Werkstatt. The more you kill, the more you change my map. And the closer we get to finding the temple in the present day. Have a look at where you're going. Okay, das heißt, entweder ich mache den eben jetzt noch weiter, versuche den zu verstärken. Kann natürlich auch versuchen, hier den Übergang noch hin aufzumachen. Dann habe ich noch einen zweiten Übergang zum Kloster. Oder hört den Schaden von Monstern im Tempeln und Truhen voller Waffen. Das ist mir jetzt nicht so wichtig, weil ich arbeite ja eh bloß mit Zauberstäben. So viele Waffen muss ich da jetzt nicht aussuchen. Also wenn, werde ich mich versuchen an den, ja, den Architekten der Arena. Also es ist immer umgekehrt. Das heißt, es wird der Architekt gekillt, der sonst den Raum verändern würde. Das heißt, den Ginkwa, den habe ich jetzt schon aktiviert. Und wenn ich dem halt den Raum lasse und den anderen kille, das heißt, der kann den Raum dann nicht mehr beeinflussen und er verbessert dann den Raum auf Stufe 2. Wenn ich ihn killen würde, dann würde der andere Architekt aktiv werden und dadurch dann ja, den Wechsel des Raums herbeiführen. Das heißt, der Architekt der Arena erzeugt die Waffen und die Queener der Industrie, der erzeugt die mehr Gegenstände. Also es ist sozusagen hier immer kreuzweise gegenüber dem, welcher tatsächlich wo dazugehört. Deswegen müsst ihr dann schauen, dass ihr wirklich den richtigen Architekten killt. Insbesondere, wenn die nicht unterschiedlich gekennzeichnet sind, von wegen Aufleveln oder halt Wechsel des Raums. Also getötet werden soll Tikaba und los geht's. Time to go. So, da oben steckt er im Moment. Da habe ich einen Stein der Passage, das heißt, da kann ich jetzt auf jeden Fall auch eine Tür öffnen. Muss ich mich jetzt nur entschließen. Okay, der ist jetzt hier ziemlich gut in der Nähe. Das heißt, ich sollte da in der Lage sein, sowohl die Tür zu öffnen. Man muss hinten die Wand anklicken an der Stelle,
damit es aktiviert wird, nicht den grünen Fleck vorne. Und jetzt werde ich schauen, dass ich hier auch den Architekten noch kille. Kibaka ist auf jeden Fall der Arena. Damit auch wieder ein Teil der Errungenschaften abgeschlossen. Und jetzt mal gucken, wie viel ich jetzt hier noch aufräumen kann. Wenn den zweiten Architekten dann noch killt, wobei ich weiß gar nicht, ob der zweite Architekt dann eigentlich noch da ist oder ob der dann abhaut. Weil ich habe mir jetzt als Icon nicht gar nicht mehr auf der Karte gesehen. Aber ja, also so ist es dann, wenn ihr die Incursion abgeschlossen habt, werden die Items, die ihr als Belohnung bekommt, alle gedroppt. Und jetzt fehlt letztlich nur noch ein Dings. Also jetzt ist sowohl die Aufwertung als auch die Passage, die sich zu dem Kloster geöffnet hat. He's been very industrious in keeping himself alive and in business. The temple looms closer with each new step. Ja. Find me again and we'll continue our task. Also deswegen, die Verbindung hier drüben ist jetzt offen. Das heißt, ich kann dann hier über beide Räume wechseln und ich habe jetzt hier in Stufe 2. Mal sehen, wie viele Gegenstände das dann tatsächlich bringt, weil der Tempeldurchlauf nachher ist dadurch beschränkt, dass wie bei den Karten ich nur 6 Portale bekomme. Also mal sehen, wie viel ich dann tatsächlich rausschleppen kann. Gleich mal wieder zurück und den nächsten Durchlauf gestartet. Starten wir die nächste Instanz für die Mine und dann geht es in die letzte Incursion. Ja. So klappt es nicht. Also Auswahl, neu. So, mal gucken, wo sie diesmal steckt. Okay, diesmal ist Haku hier. Also machen wir noch eine Master-Mission, weil ihn brauche ich vor allen Dingen auch, wobei ich jetzt den anderen drin habe, aber auf Level 2 möglichst schnell, damit ich dann halt auch die Updates für die Rüstung in meinem Hideout besser kräften kann. Okay, schon mal kein Zeitlimit. Ah ja, aber beim Rausgehen Zeitlimit. Na gut. Aber das hier ist ziemlich klein. Da geht es in weniger als 20 Sekunden raus. Gut. Damit kann ich ihn jetzt auch ins Hideout einladen. Aber natürlich erst, wenn ich ihn vergrößert habe. Aber das dürfte relativ schnell sein mit der Tagesmission von Tora und noch ein, zwei weiteren Missionen. Sollte die dann auf Stufe 5 sein. Und dann kann ich zwei weitere Meister einladen. Und da haben wir auch schon Alba. So, ein bisschen Ruhe schaffen drumherum. Und dann geht's in die letzte Incursion. So, mal gucken, ob sie die jetzt links unten hat. Oh! Da können wir das erste Mal tatsächlich in Level 3 aufrüsten. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Also den Architekten, den Schmiedearchitekten killen, weil sonst werden der Dominitekt mit Feuer verbessert. Das möchte ich ja nicht. Also deswegen der Hayoxi ist der Architekt der Zerstörung und damit würde das dann auf Stufe 3 kommen. Also, dann Start zur letzten Incursion und dann mal gucken, ob ich tatsächlich den letzten Durchgang öffnen kann und theoretisch dann ein komplettes Clear von dem Tempel schaffe. Time to go. Jupp. Okay, da oben ist schon mal der Architekt, den ich erreichen will. Komm her. Das wird natürlich knapp. Aber auch während man den Architekten killt, sehr schön. Ja, das heißt, der erste Raum ist auf Maximalstufe abgeschlossen. Oh, da habe ich jetzt gerade noch einen Stein der Passage bekommen, aber leider zu spät. Also, schauen wir uns mal unseren fertigen Tempel jetzt an. At this rate, the mad bastard will have rigged the whole temple to blow. The location of the temple is now clear. Make sure you've got enough supplies. Let me know when you're ready and we can go. I'll open another portal to get us there. Also, dann lasst uns mal zusammen den Tempel erkunden bis zum Apex des Azotl. Also ich bin gespannt, ob ich die Fässer mit den exklusiven Ladungen irgendwie selber durch die Gegend tragen kann oder ob die an bestimmten Stellen positioniert sind und ob ich davon jetzt 3 Fässer habe. Das heißt, ich kann 3 Durchgänge aufsprengen. Also gleich werden wir das wissen.
So, die Dinger lasse ich mal hier, damit ich die nicht extra mitnehmen muss. Das kann ich drin lassen. Lasst uns den Tempel betreten. Also, im Urwald beginnt's. No wonder it's lost. It's in the middle of the jungle. Shouldn't be too far from here, though. Das sieht ansonsten immer ziemlich gleich aus. Was jetzt noch fehlt, ist noch ihr Buff, damit ich auch mehr Gegenstände finde. Aber ich glaube, den aktiviert sie tatsächlich erst, wenn ich das erste Mal in den Tempel komme. Ansonsten ist hier ein bisschen Viehzeug, was rumläuft. Aber hier draußen ist es meistens nicht sehr schlimm. Also jetzt kann ich mal gucken. Also 20% mehr Monsterleben. Der einzigartige Boss hat 25% mehr Monsterleben. Ah ja, okay, jetzt hat sie das erste Mal ihren Buff aktiviert. Dann 4%. Boah. Okay. Es gibt temporale Inkursionen gibt es in dem Tempel mit Sicherheit nicht. Und 10% zusätzliche Gegenstände. Also das ist ja, genau, hier ist ja die Tempelkarte, also ich bin jetzt noch vor dem Eingang. Und genau, die zusätzlichen Gegenstände, das war die Ingenieurskammer, Fülle an Gegenständen. Dann das mit der Regeneration, klar, Level 1. Das heißt, eventuell gehen die bis Level 12 hoch, wenn es linear funktioniert. Dann erhöht das Leben des Omni-Architekten, das war auch dieser Punkt, dass die Monster, okay, die Waffenkammer sorgt für das mehr Leben der Monster. Also so sind dann die Parallelen zu den Ergänzungen, dass das hier halt dann die Werte sind, die sich auf dieser Karte widerspiegeln. Was auf jeden Fall sehr helfen dürfte mit der nächsten Verstärkung, Verbesserung, dass ich dann tatsächlich gegen Frostschaden immun bin, beziehungsweise eben nicht mehr eingefrostet werden können. Weil ein Teil von diesen Typen, die hier rumflattern und Frostschaden machen, ist natürlich immer ziemlich gefährlich. Okay, aber die sind noch die einfachsten. So, also ich befinde mich jetzt im Eingang und als erstes gehe ich jetzt nach rechts und gucke mir mal den Schrein der Aufhebung an. Wie und was da jetzt mit den explosiven Fächern genau stattfindet. Ja, da haben wir schon die Frostleute. Aber da der Tempel jetzt mit 34 auch recht niedrig ist im Vergleich zu mir, sollte ich hier trotzdem ganz gut bestehen können. Auch wenn das ja wahrscheinlich eben die Masse an Sachen, die ich finden kann, deutlich senkt. So, damit habe ich dann mein Set auf jeden Fall vollständig. Weil ich glaube, bei mehr als 6 Leveln Unterschied oder sowas zum aktuellen Level vermindert sich bereits die Chance, bestimmte Sachen fallen zu lassen. So, jetzt bin ich im Übergang, bin ich somit schon in dem anderen Raum. Das heißt, es wird auch auf der Karte jeweils angezeigt, wo ich mich dann befinde. I suppose they wanted to use these explosives to mine more gems. Aha. Bin ja mal gespannt, was ich da jetzt genau dann damit anstellen kann. Aber erstmal die Monster. Und dann widme ich mich der Kiste. Ja, das Regeneration macht sich zum Glück nicht so stark bemerkbar. Ah, hier ist der Architekt der Zerstörung. Ein neues Unique. Ich habe keine Ahnung, ob Alva tatsächlich überhaupt sterben kann, weil zumindest sieht sie nicht so aus, als würde sie vom Kampf in irgendeiner Form beeinflusst werden. Ich sehe nicht mal deutlich, dass der Schild von ihr runtergeht. Die Totems sind vor allen Dingen auch sehr lustig, eben halt mit einem eigenen Layout, dadurch, dass sie halt hier noch stärker sind und die sozusagen als in der Gegenwart auftauchen, an sich deutlich schwächer sind. So, hier gibt es natürlich keinen Übergang. Achso, doch, der rechte Übergang. Das ist der in das Becken der Reinkarnation. Das heißt, hier bekomme ich dann den Übergang zu diesen beiden. Das heißt, die werde ich dann als nächstes machen, um erstmal diese Seite abzuschließen. Aber jetzt erstmal noch die Kiste angeschaut. Also, was kommt da jetzt? Ja, tatsächlich, ein Blitzpulverfass. Nur zu liegen klangt, um eine Wand zu zerstören, die zwei Kammern im Tempel von Azotel verbindet. Dieser Gegenstand fällt nach Verlassen des Tempels auf den Boden. Cool.
Das heißt, ich kann drei Wände aufspringen und kann tatsächlich dann auch in den dritten verschlossenen Raum, in den letzten verschlossenen Raum gehen. Das heißt, ich kriege auf jeden Fall den Übergang zum Durchgang hin. Sehr interessant. So, und das dritte Fass. Ah ja, also da könnte ich so einen Sprengstofffass platzieren, das heißt genau in dem Übergang. Das heißt, es geht nicht von alleine los, sondern ich kann es sehr gezielt auswählen, wann und wo ich so eine Sprengung dann vornehmen möchte. Tja, sie hat die Sprengfässer enthalten, noch interessante Gegenstände. So, also jetzt erstmal die beiden, das Becken der Regeneration und den... Ah, haben sie schon aufgemacht. Mal gucken, hier müsste ja auch noch ein Architekt wieder auftauchen. Eigentlich in jedem von den besonderen Räumen taucht dann ein Architekt auf. Ah ja, da ist er. Mal gucken, der müsste auch neu sein. Ich glaube, den habe ich auch noch nicht besiegt. Jawohl. Und ein weiteres Unique. Bewegungsgeschwindigkeit. So, und dann gehen wir jetzt gleich in die Splinter-Forschungslabor. So, da ist schon die erste Klammer in der Hand. Und den Architekten hatte ich auf jeden Fall schon. So, um dann nicht den ganzen Weg zurücklaufen zu müssen, werde ich da auf jeden Fall den Weg aufsprengen, der dann nach links weiterführt. So, die zweite Hand. Nur zwei Splinter. So, also dann sprenge ich mich jetzt hinten raus. Mal gucken, ob der Durchgang dann hier offen angezeigt wird. Dann gehe ich nochmal runter, mache den Eingang leer und dann gehe ich zu dem Durchgang rüber. Okay. Und ist er jetzt offen? Ne, er wird nicht angezeigt, dass er dort jetzt die Verbindung hergestellt hat. Genau, da ist der Thaumaturgie-Architekt, aber auch den Gem hatte ich schon. Ja, genau, das Thaumaturgen-Gefäß. Vor allem sind die alle schon mit Qualität versehen. Die sprengen wir jetzt den Übergang eben zu diesem Durchgangsbereich frei. So, ein Fass habe ich noch. Mal sehen, wann und wo ich es dann verwende, weil die meisten Übergänge oben habe ich ja alle schon offen. Ja, wenn ich für die Incursion so einen verwinkelten Raum habe, dann ist es natürlich ziemlich unpraktisch. Deswegen der Eingang ist eigentlich da ein ganz praktischer Raum, weil der ziemlich offen ist und man alle Bereiche schnell erreichen kann. Das heißt, das wäre dann der Eingang der potenziellen Bereich, wo man eine Incursion tatsächlich komplett clearen kann. Und es gibt auch keinen Architekten dort zu bekämpfen. So, die unteren drei Räume sind erledigt, die beiden auch. Jetzt machen wir noch die Werkstatt und das Vestibül dann weiter. So, das ist jetzt wieder ein Raum, der keine Besonderheiten hat und vor allen Dingen keinen Architekten. So, jetzt bin ich in der Waffenkammer, wo es Rüstungen geben soll. Genau, da sind schon Schatzkisten. Okay. Da war jetzt nicht viel drin. Ja, dann gehe ich jetzt erstmal rüber, auch wenn ich dann da wieder eins zurück muss.
Mal gucken, der dürfte auch noch einer von den neuen Architekten sein. Mal gucken. Jawohl. Hey, Knochendiadem. Mal gucken, ob das brauchbare Werte hat. Immerhin 74 Energieschild. Und Resistenzen hat der andere jetzt eh nicht beigetragen. Weil da fehlt mir dann auch nichts weiter. Muss jetzt halt nur noch umarbeiten, damit die ganzen Gems wieder reinpassen. Okay, jetzt habe ich aber die Kammer soweit leer. Also auf in den Tresor. Dann kann ich gleich die Währung nach draußen schleppen, wenn ich dann erst einmal alles wegbringe. Der hat auch nochmal eigene Lebensregeneration. Naja, zum Glück kann ich hier jetzt genug Schaden ausrichten, um den trotzdem runterzubekommen. Zehn Level höher und der wäre wahrscheinlich bald unbesiegbar. Zumindest mit dem Damage, den ich aktuell ausrichten kann. Als nächstes kommt jetzt das Lagerhaus mit vielen Gegenständen. Mal gucken, was ich da Brauchbares finden kann. Der nächste Architekt. Sehr schön. Ah, das ist dann hier eine Mischung. Da gibt es ja Zeit, ein paar Sachen zu lassen. Gut, jetzt fast würde er sowieso runterfallen, sobald ich den Raum verlasse. Und dann bringe ich erstmal den ganzen Kram weg. Der hat sogar 14%. Das ist auch etwas, ich habe sehr früh diesmal ein Portal-Gem gefunden, was natürlich praktisch dafür nutzen kann, dass ich keine Scrolls dann brauche und vor allen Dingen keine davon mitnehmen muss. So, das heißt, dadurch, dass die jetzt hier 14 und jeweils 6% haben, kann ich da ziemlich schnell die 40% zusammenbekommen und einige von den Prismen erhalten. Also, das nächste Zeug geholt. Und das Pulverfass wieder eingesteckt. Also im Lager habe ich dann Rüstung, Gems und dann noch ein paar andere Sachen. Ah, Vorratsbox. Okay, so viel war dann hier jetzt nicht los. So, da kann man schon die sehen, die auf der anderen Seite sind, aber da muss ich jetzt eh nicht aufmachen, weil... Jetzt geht es dann in die zweite Reihe, das Kloster und die Ingenieurskammer. Hier kann man auch schön erkennen, also da, wo es so spitz jeweils zuläuft, ist geschlossen und da, wo es einen geraden Übergang gibt, so wie hier und dort, da sind dann halt die freigeschalteten Übergänge, während die anderen sich eben nur mit den Sprengfässern dann zumindest in der Gegenwart noch aufsprengen lassen. Was auch eine interessante Kombination ist, dass man auf jeden Fall versucht, so ein paar Sprengfässer zu bekommen. Mit jeder Stufe eben eine Möglichkeit, was dann natürlich schon mal weitere Gänge und weitere Zugänge öffnet. Genau, das war jetzt schon der Goldie, den ich eben noch von unten gesehen habe. Da ist auf jeden Fall schon der Übergang dann zur Arena. Insofern klassische Map-Struktur. Aber es erwarten mich auf jeden Fall noch mehr als 50 Monster. Und jetzt in die Ingenieurskammern.
more mana. Also, auf in den Apex. Nur wer von Sinnen wird den Gipfel erklimmen. Also, mal sehen, was mich da tatsächlich erwartet. Erster Besuch des Apex. You better be filled with gold. Okay, das heißt, die Dinger werden wahrscheinlich zu Feuer, Blitz oder sonst irgendwas dann herangezogen. Okay, erste Phase erledigt. Jetzt kommen die Monster. Ah, die heilen den wieder. Wobei die Lebensregeneration scheint bei dem gar nicht zu greifen. Wahrscheinlich gilt er nicht als Monster. Okay. Telegrafen. Okay, nicht so heftig wie befürchtet. Ich werde nur verlangsamt. Verflucht werden kann er auf jeden Fall. Auf jeden Fall coole Kampfmechanik. Herausforderung Angriffsschnurzen, vernichte den Wal Omnitekten. Kette der Knechtschaft. Ja, das ist dann eins von den Items, die verbessert werden können. Magnituden von impliziten Modifikationen sind verdreifacht, was auch immer das heißt. Mal gucken, 3188. Okay, da macht es auf jeden Fall keinen Unterschied. Die 27% Energieschild bringt auch nicht allzu viel. So, das war dann jetzt die erste komplett abgeschlossene Karte. Zumindest habe ich den Apex erreicht. Den Durchgang, also leider habe ich nicht alle Monster erledigt, wo auch immer die sich versteckt haben. Mal sehen, was heißt das? So, ich habe jetzt den Wal Omnitekten vernichtet und ich habe einige weitere der Architekten erledigt. Das heißt, mir fehlen jetzt nur noch 3 Architekten, um auch das Achievement zu vervollständigen und die Herausforderung. Die Zeremonien, Erkundung und königlicher Architekt. Die 3 brauche ich dann jetzt auf jeden Fall noch. Und dann mal sehen, wie diese Liga diesmal verläuft und wie weit ich dabei kommen werde. Und wahrscheinlich werde ich tatsächlich diesmal wieder ein bisschen mehr streamen, weil die Tempel doch irgendwie mehr Spaß machen als die Vistari League, wo es dann eigentlich nur anstrengend war, wenn die roten Monster aufgetaucht sind, vor allem wenn die Lebensregeneration hatten und kaum klein zu bekommen waren. Das ist hier jetzt schon deutlich angenehmer mit den Tempeln. Und vor allem, wenn ich dann auch entscheiden kann, dass ich die lieber in einer etwas einfachen Form mache, das heißt 10 Level unterhalb von meinem aktuellen Level, um dann doch ganz gut durch die Monsterhorden durchflügen zu können. So kann man sich dann doch selber aussuchen, wie herausfordernd der Tempel tatsächlich werden soll. So, mal schauen, ob es jetzt eigentlich noch den letzten Tempel anzeigt. Ne, sie zeigt schon den nächsten an. Ja, der hat hier zumindest mal schon ein paar schöne Verbindungselemente, die ich dann ganz gut nutzen kann. Aber er hat im Moment aktuell nur 3 Räume, die tatsächlich von Architekten schon aktiviert sind. Hier ist eben der Blitzarchitekt. Der würde meine Resistenzen verringern. Das heißt, da muss man sich überlegen, ob man den beibehält. Allerdings, wenn ich ja jetzt alle Architekten einmal durchhaben will, werde ich den wahrscheinlich brauchen, weil den habe ich noch nicht gehabt. Das Blitzding habe ich wahrscheinlich auch noch nicht gehabt. Das haben wir gerade schon drin gehabt. Und ja, für die anderen gilt es auf jeden Fall, einen Architekten zu killen, um dort mehr aus dem Tempel herauszuholen. Interessant, dass man sich die dann gleich anschauen kann, nachdem man einen Tempel abgeschlossen hat.
Okay, so, dann machen wir jetzt noch erstmal die Sachen hier alle Ready for the weg. hunt? Dann kann ich jetzt hier gleich mal den nächsten Aspekt Another day in the land of vervollständigen. plenty. Und meine Chaos-Sphären habe ich dann jetzt auch, die Sphären der Möglichkeiten. Den muss ich jetzt noch ein bisschen umschustern. So, mal gucken. 666 zu 719. Sehr schön. Also soweit für heute und euch viel Spaß mit der Incursion League. Ich werde auch gelegentlich mit euch zusammenspielen, ein paar Mal streamen, was ich jetzt wahrscheinlich nicht alles zu Folgen verarbeiten werde. Bis zum nächsten Mal bei Fast of Exile. Tschüss!